Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim, die Special Edition, hier kurz nach Ivarstadt, wo wir jetzt unterwegs sind zu einer Ruine, um da einen Banditenanführer auszuschalten. Na, wie hieß sie denn noch gleich, die Ruine? Ruine von Bithalft? Ich denke mal, man spricht so aus. Ich improvisiere da ja immer ein bisschen. Ich mache es halt so, wie ich denke, dass man es ausspricht. Ich habe da keinerlei Erfahrungswerte, wie das so klingen sollte, aber ja, ich denke, es müsste schon stimmen. Ist ja im Prinzip auch nicht so enorm wichtig. Ich glaube, rote Bergblumen kann ich noch gebrauchen. Nehme ich mal mit, ansonsten kann ich es ja immer noch verkaufen. Oh, als Kiva. Ich dachte mir doch, das ist was, was nicht unbedingt friedlich ist hier vorne. Aber ich denke, Skiva sind noch das geringste Problem. Ja, gerade jetzt, wo wir ein... Oh, was ist das da drüben denn? Vögel in den Bäumen. Aber das will ich kurz mal angucken, was das so sein könnte. Es scheint ein Lager zu sein. Es fragt sich nur, ob es friedlich ist oder nicht. Ah, ein kaiserlichen Lager. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Ja, schön, okay. Haben jetzt also schon ein Sturmmantellager und ein kaiserlichen Lager entdeckt. Ja, das sieht hier ganz ähnlich aus. Vielleicht etwas geordneter, so ein bisschen römisch, ne? So ein bisschen die römische Legion als Vorbild genommen. Ja, es wäre für euch vielleicht auch mal interessant, dass da oben ein Banditenlager ist. Da könntet ihr mir doch eigentlich helfen, das kurz auszuräuchern. Na gut, ich denke mal, die haben den Krieg eher als Interesse. Und oh, guck an! Guck an, wer da ist. Das sind doch Tatsache Banditen. Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Oh? Ein Glück habe ich ihn jetzt nicht noch angreifen können. Weil wir sind gerade im Kampf. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich. Ja, du siehst ja auch ganz bedrohlich aus. Aber lieber Junge, ich muss jetzt hier mal kurz gucken, dass ich denen ein bisschen helfe. Nein. Scheint mich nicht mehr nötig zu sein. Selbst die Pferde haben hier ein bisschen mitgemacht. Haben hier mitgeholfen zu kämpfen. Tapfere Pferde. Na gut. Dann scheinen es wohl die beiden Typen gewesen zu sein, die den Flüchtling da verfolgt haben. Und schon wieder eine Quest, die uns hier über den Weg gelaufen ist. Na gut, aber ihr habt sie getötet. Ich nehme sie mal hier ein bisschen aus, wenn ihr da nichts dagegen habt. Aber ich glaube kaum, dass die das denen was ausmacht. Ich lasse ja auch das meiste hier übrig. Dann könnt ihr euch an den Rüstungen und Waffen bedienen. Ihr braucht sie ja für euren Krieg. Hey, da ist er doch. Naja, er spricht nicht mehr mit uns. Er spricht nicht mehr mit uns. Verkriecht sich nur noch in... jemanden vorbeilaufen sehen? Ja. Ach nö, jetzt kommt schon wieder einer. Ich nehme an, dies gehört euch. Ach so. Ach so. Er meinte jetzt, dass er das gestohlen hat. Ich denke doch mal, dass es ein Dieb war. Ich nehme mal diese Antwort hier. Ja. Woher habt ihr das? Ach, vergesst es. Hier ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Schön. Der Dieb wäre übrigens gleich da drüben beim Felsen, wo er immer noch kauert. Wo seid ihr? Jetzt greift er ihn Tatsache an. Na gut, war das vielleicht nicht das Beste, aber... Naja, ist er selber schuld, wenn er hier Sachen irgendwie zusammenklaut. Dann kann das nun mal so enden. Na gut, nehmen wir den eben auch noch aus. Oh Gott, es ist alles so ein wenig schon komisch, aber hat schon eine Art Absurdität. Aber schön, in Ordnung, für uns ist es profitabel gewesen. Jetzt haben wir von ihm eine Belohnung gekriegt, konnten ihn looten, konnten die beiden da oben auch gleich looten. Ah, manchmal läuft es einfach und ich musste kein einziges Mal den Hammer schwingen. Ist doch eigentlich ganz nett gewesen. Ja, verwirrend, aber hey, gut ausgegangen für uns zumindest. So, sehen wir uns doch hier ein bisschen um. Eine riesige Truhe, die ich durchsuchen darf. Sieh einer an. Darf ich das wirklich mitnehmen? Ohne Witz. Mal kurz zwischenspeichern. Aber das ist nicht gestohlen. Ich darf das einfach mitnehmen. Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Bin ich denen so sympathisch? Vielleicht, weil ich ihnen beim Angriff geholfen habe oder helfen wollte. Wer weiß. Aber egal. Ich kann looten.
und dass ich hier des Diebstahls bezichtigt werde, ist doch super. Hallöchen, wer bist du denn? Bleibt auf der Hut. Ich soll auf der Hut bleiben? Okay, nicht viel mehr, was er zu sagen hat. Okay. Was macht die kaiserliche Armee in Himmelsrand? Wissen wir ja. Wie tritt man der kaiserlichen Armee bei, weiß ich ja auch eigentlich. Und interessiert mich eigentlich auch nicht so. Was denkt ihr über den Krieg? Ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Er wird wahrscheinlich recht patriotisch zur kaiserlichen Armee stehen. Und warum habt ihr euch der Armee angeschlossen? Er ist doch ein Elb, oder? Legat Fasendil. Fasendil ist doch ein elbischer Name. Wäre mal interessant. Meine Eltern waren fahrende Händler, ah, okay. Die sich später in Syrodiil niederließen. Ich muss ihre Abenteuerlust geerbt haben. Aha. Ich bin zur Armee gegangen, um die Welt zu sehen. Ich weiß, das hört man ständig. Aber bei mir ist es die volle Wahrheit. Na gut. Es hat nicht lange gedauert, bis ich mehr von der Welt gesehen hatte, als mir lieb war. Das ist im Krieg nun mal so. Und in der Armee kommt man schnell mal in den Krieg. Ihr seid aus Syrodiil. Wie ist es zu Hause? Das klingt, als hättet ihr schon viel mitgemacht. Das Leben eines Soldaten ist voller Entbehrungen. Dagegen ist das gar nichts. Aber sie schicken die Armee an Orte, die zu verkommen sind, als dass sie gewaltlos wieder ins Lot kommen können. Hm. Es ist hart, gute Menschen zu sehen, die dem Bösen verfallen sind. Denke ich mir. Und ich habe das Gesicht des Bösen gesehen. In der Nacht der grünen Flammen schwebt er. Nacht der grünen Flamme? Was ist das denn? Kann ich gleich fragen. Weiß ich auch selber nicht. Interessiert mich. Im Jahr 42 war ich in Hammerfell stationiert und auf Heimaturlaub in Sentinel. Okay. Wo ich versuchte, einige Verwandte aufzuspüren, die vor der Verfolgung in Alinor geflohen waren. Plötzlich gab es eine magische Explosion im Flüchtlingsviertel. Talmor-Magier griffen die Altmeer-Dissidenten an, die mit ihrer eigenen Magie konterten. Okay. Ich rannte mit einigen dort stationierten Soldaten an den Ort des Geschehens. Aber als wir dort ankamen, war das gesamte Viertel nur noch eine schwelende Ruine. Klingt sehr brutal. Alle waren tot. Ein Gemetzel. Eieiei. Es hatte dem Bund nicht gereicht, die Dissidenten nur auf seinem eigenen Gebiet zu töten. Und so säuberte er auch Hammerfell. Angeblich herrscht jetzt ja Frieden. Aber ich habe mich hier stationieren lassen, damit ich die Talmor im Blick habe. Wer weiß, ob sie nicht hinter den Unruhen in... Ja, die Talmor. Ein Orden von Elfen, von Hochelfen, glaube ich, der wirklich sehr umstritten ist und mir überhaupt nicht sympathisch. Da werden wir sicher auch noch einige Schwierigkeiten mitbekommen, weil ich ja ein Ork bin, sind die mir auch nicht sehr freundlich gesinnt. Na gut, ihr seht es halt aus Syrodiil. Wie ist es zu Hause? Zu Hause? Mein Zuhause ist ein warmer Met am Ende des Tages. Und 5 Minuten, in denen niemand etwas von mir braucht. Syrodiil ist ein herrlicher Ort voller vielfältiger Völker. Da kann ich dir nur recht geben. Aber das gilt auch für Hammerfell und Himmelsrand und jeden anderen Ort, an dem ich bisher war. Versteht mich nicht falsch. Jedes Land hat seine finsteren Ecken. Aber darum sind wir ja hier. Um Ordnung und Zivilisation zu bringen und um die Menschen zu beschützen. Naja, ich muss ja ehrlich sagen, wenn jemand mich zur kaiserlichen Armee rekrutieren könnte, dann wäre es wohl der Typ. Der scheint mir hier wirklich eine sehr gute Einstellung zu haben oder auch so sympathisch. Wenn ich unter dem dienen könnte, dann würde ich das vielleicht sogar tun. Aber ich habe momentan noch so meine eigenen Problemchen. Ihr wisst ja, Drachenblut und so. Deswegen werde ich das sicher erst später machen, wenn überhaupt. Unsere Anwesenheit scheint nicht von allen begrüßt zu werden. Unsere? Ich bin doch ein Ork, ich habe doch mit der kaiserlichen herzlich wenig zu tun. Ulfric und seine Schläger machen es ihrer eigenen Sache schwer. Das Kaiserreich ist alles, was zwischen dem Bund und Himmelsrand steht. Naja, das kann man auch anders sehen. Ihr bewusst ist, sie sind und bleiben Bürger des Kaiserreichs. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Auch wenn es gegen ihren Willen ist, naja gut. Lassen wir diese politischen Diskussionen an der Stelle. Mehr wollte ich auch gar nicht wissen, denn es gibt ja auch keine anderen Gesprächsoptionen. Zu Hause. Mist. Versteht jetzt fängt das wieder falsch. An. Ich erwische wieder die falschen Gesprächsoptionen. Kaiserreich zum Ruhme. Wie auch immer.
Na gut, aber ich denke, das reicht auch wieder an Gesprächen. Mhm. Mal gucken, ob wir hier auch noch was ausräumen können. ja, Tatsache. Auch wieder nicht gestohlen. Ein Gold, immerhin. Danke dafür. Ich lasse dich mal wieder in Ruhe. War, glaube ich, sogar auch ein Hochelf. Von daher, ja, wundert es mich, dass er so gegen den Altmeribund... nicht Altmeribund, das war Elder Scrolls Online. Hier sind es ja die Talmor. Die gibt es, glaube ich, in der Elder Scrolls Online nicht mehr. Ah, auch hier hat es Verwundetenstätten. Ja, hier sehen wir, dem geht es nicht mehr so gut und eine Menge Blut ist hier auch. Ich denke mal, da braucht er auch eine Gesundheit der das einen Trank der Gesundheit nicht mehr unbedingt. Gutes Fundstück. Wieso kann ich es nicht nehmen? Was soll denn das? Was? Was denn? Ich nehme doch nur ein paar Tränke mit. Ihr braucht sie hier doch nicht mehr oder so. Oh, das tut weh. Ja, ich glaub dir, den kann ich nicht mitnehmen. Warum auch immer. Wahrscheinlich steht der Lumpen einfach im Weg, aber ist auch nicht so schlimm. Ich lass ihn mal die Tränke hier. Wenn er jetzt schon so gejammert hat, dann reißt es mir doch fast das Herz. Gut, ich habe auch gesehen, hier hat es noch einen Alchemietisch. Soll ich etwas alchemieren? Ich hätte ja schon Lust dazu, muss ich ehrlich sagen. Ach, kommt. Ein wenig machen wir mal wieder. Es ist ja schon ein Weilchen her seit dem letzten Mal. Und es dürfte auch helfen, wieder ein wenig Gewicht loszuwerden. Können wir vielleicht ein paar Gesundheit wiederherstellen? Genau hier, sehr gut. Mit Blasenpilz und blauen Bergblumen. Kann ich mal herstellen. Und Weizen und blauen Bergblumen. Wunderbar. Erhöht die Gesundheit zusätzlich sogar noch. Sehr schön. Könnte ja kaum besser sein. Wunderbar. So gefällt mir das doch. Was gibt es noch? Krankheit heilen. Können wir auch wieder zwei Tränke herstellen. Ausgezeichnet. Da, Alchemie verbessert. Es wird langsam. Bald sind wir Stufe 15, wenn das so weitergeht. Haben wir noch was Nützliches? Redekunst verstärken. Verlangsamen. Das klingt eigentlich auch ganz nett. Aber als Nahkämpfer ist es, glaube ich, nicht ganz so nützlich. Aber das erinnert mich daran, wir können ja natürlich auch noch Gifte herstellen. Aus Koboldschemmel und Menschenfleisch werden hier zwei Gift... Lehmgifte. Dann haben wir noch Gesundheit senken. Da können wir auch gerne ein paar Gifte herstellen. Oh, guck dann, wir haben ganz viele Tollkirschen. Ich möchte allerdings ganz gerne mal kurz noch mit dem Trollfett hier experimentieren. Ob wir da vielleicht noch eine weitere Giftzutat oder so freischalten. Mit Skiverschwanz müsste da eigentlich einiges zusammenpassen können, eventuell. Ah, nee. Ich denke, das letzte Trollfett lasse ich dann noch zum Experimentieren. Ich kombiniere das lieber noch mit roten Bergblumen. Ich denke, die Tollkirschen... Mal sehen. Vielleicht setze ich die auch noch gleich ein. Setze auf jeden Fall mal alle Skiverschwänze für die Gifte ein. Und so. Ich denke mal, so zwei kann ich noch herstellen. Und dann müsste ich, glaube ich, wirklich mal gucken, dass ich meinen Hammer halt immer vergifte für den nächsten Gegner. Ich habe mittlerweile wirklich mehr als genug Gifte, die ich benutzen kann. Blocken verstärken, Ausdauer wiederherstellen, brauche ich alles nicht unbedingt. Ich denke, den Resten kann ich wirklich ein wenig experimentieren. Oh, jetzt habe ich die anderen noch ausgewählt. Ich kann ja Auswahl auf... Genau, mit F kann ich Auswahl aufheben. Das ist sehr gut. So, jetzt mal gucken, wie können wir denn noch experimentieren? Was haben wir denn da noch so? Jede Menge Zutaten. Wirklich jede Menge Zutaten. Das ist ja Wahnsinn. Wo habe ich denn das alles her? Ah ja, richtig. Ich war ja auch in dieser Alchemiehütte. Und da habe ich auch so enorm viel bekommen. Habe ich noch von irgendwas sehr viel, wo ich noch nicht so viel rausgefunden habe. Ja, eher weniger. Raue Wulstling habe ich aber 5 Stück. Nehme ich mal hier. Mit Schlammkramoschitin. Nein, ich nehme mal etwas von oben. Da habe ich vieles gehabt, was ich noch nicht so richtig erforscht hatte. Ah, Bienenstockhülle. Wiegt 1 Kilo. Das würde sich doch anbieten. Das nehme ich noch. Beerenklaue. 5. Ach nö, das ist nur der Trank jetzt. Aber ich nehme trotzdem mal die Bärenklaue. Mal gucken. Oh, leider fehlgeschlagen. So ein Pech aber auch. Da fällt mir aber was ein. Ich nehme noch mal Bienenstöcke. Wo haben wir denn das Trollfett? Trollfett. Hier. Trollfett. Und womöglich ein Spinnenei? Was hört sich noch giftig an? Tollkirsche natürlich, aber
Die wollte ich ja sparen. Wobei ich glaube, brauche ich glaube ich nur 10. Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir die Spinneneier. Giftresistenz. Ja, sehr schön. Nicht das Gift, das ich mir erhofft hatte, aber Giftresistenz ist natürlich auch gut. So, was haben wir denn noch? Jede Menge Zeugs. Oben hatte ich noch Bienen. Die hatten, glaube ich, auch noch, jawohl, noch gar keine Zutat herausgefunden. Zutateneffekt. Nehmen wir noch die blaue Pfeilfeder. Ach ja, warum nicht? Dann aber noch was Schweres. Ich glaube, die Bärenklauen dürften recht schwer sein. Jawohl, Ausdauer wiederherstellen. Wunderbar, das können wir sogar gebrauchen. Wunderbar, wunderbar. So gefällt mir das doch. Nehmen wir nochmal die Biene. Was wollen wir denn noch nehmen? Ektoplasma. Wiegt aber nicht viel. Ich hätte gerne was, was doch etwas wiegt. Feuersalze. Brauche ich die nicht noch auch für eine Quest? Frostsalze. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches von beiden. Ich lasse es mal. Glühstaub. Nehmen wir doch einen Glühstaub. Und das große Geweih dürfte auch relativ viel wiegen. Ausdauer wiederherstellen. Großes Geweih wieder. Ja gut, sehr schön. Knochenmehl, habe ich schon einiges rausgefunden. Nordranke. Wiegt nur 2. Ja gut, aber kombinieren wir doch das mit was anderem, was noch recht schwer ist. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Schneebeeren, die sind aber nicht wirklich schwer. Aber stimmt, Schneebeeren habe ich mir doch auch extra eingesammelt, um noch ein bisschen damit zu experimentieren. Zweiglingssaft wiegt aber auch nicht so viel. Weißkappe. Hat auch immerhin noch 2 Zutaten, die noch nicht herausgefunden sind. Wo hatte ich es denn jetzt? Wo hatte ich es denn jetzt? Ich kann es nicht mehr finden. So ein Pech aber auch. Na, ich werde dich doch wohl wieder finden. Naja, nicht so schlimm. Nehmen wir eben etwas anderes. Fragt sich nur, was? Was soll ich noch nehmen? So viel Auswahl. Es ist eine wahre Qual. Eine wahre Qual der Wahl. Grassamen. Klingt aber auch ziemlich leicht. Honigwabe. Das können wir doch mal nehmen. Fehlgeschlagen. Na, das war ja klasse. Ein Hühnerei. Auch da werde ich mal noch ein bisschen experimentieren. Aber ich denke mal, das wird das letzte Experiment sein. Danach werden wir mal weiterziehen. Ist ja, denke ich, auch so langsam Zeit. Salz könnte ich, glaube ich, auch noch. Ich nehme mal noch die Schmetterlingsflügel hier. Dauerhafter Ausdauerschaden. Das ist auch mal interessant. Gut, aber lassen wir das. Ziehen wir mal weiter. Jetzt habe ich schon wieder praktisch eine ganze Folge vertrödelt. Und es ist ja schon beinahe. Super. Aber ich denke, wir werden jetzt dennoch mal zum Banditenlager gehen. Das ist ja gleich da drüben. Hä? Die Quest ist nicht mehr da. War das schon der Banditenanführer? Moment. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Oh, doch, das war schon richtig. Ich muss einfach noch 2 Ticks hier rüber. Verschiedenes. Lass dir von Anuriel das Kopfgeld geben. Tatsache. Die 2 Banditen, die da angerannt kamen, das waren die Banditen von dem Lager. Ha, nett. Das ist ja mal cool. Hat sich das sozusagen von alleine erledigt? Ja, in Ordnung. Oh nein, wisst ihr was? Wir haben vergessen, zu Klimek zurückzugehen. Das war doch der uns die Vorräte mitgegeben hat. Ah, liebe Leute, sowas Doofes. Dann muss ich nochmal nach Ivarstadt zurückgehen. Ist aber nicht schlimm. Denn dann können wir nämlich noch gleich dort einmal übernachten. Aber ich werde mir jetzt das nicht nehmen lassen, noch kurz das Banditenlager untersuchen. Wenn ich da schon mir die Banditen habe erledigen lassen von den Kaiserlichen hier. Gucken wir doch mal, ob die da noch was Schönes, Wertvolles haben, das ich mir mitgehen lassen kann. Ah, das ist gleich hier. Na gut, kein Wunder. Da haben die also direkte Nachbarschaft gehabt. Oh, das sind noch mehrere. Alles klar, war einfach der Anführer wohl schon bei den Angreifenden. Na komm schon, triffst du mich? Oh, ja, ein Treffer konnte er landen. Aber gut, er war nach dem ersten Treffer schon tot. Wirklich effektiv ist er also nicht gewesen. Ich nehme auch wieder die Pfeile mit.
Ich lade mich jetzt nicht zu stark auf mit anderen Sachen. Was ist das denn? Aktivieren. Dreamer-Mechanismus. Na, ob das schlau ist. Erstmal zwischenspeichern, dann wagen wir es mal. Nichts von deinen Besitztümern passt in den Mechanismus. Na gut, dann eben nicht. Lydia, versuch's mal mit deinen Handschuhen. Vielleicht ist das ja der passende Schlüssel oder so. Aber ich denke mal, das will sie nicht riskieren. Nehme ich hier auch nicht übel. So. Eine Truhe. Adept. Das dürfen wir doch schaffen. Zumal das letzte Schnellspeichern ja erst gerade war. Ja. Toll. Ja, noch ein bisschen. Oh, das war zu viel. Ja, so ein Mist. Da muss ich in die Richtung her. Ja, noch ein bisschen. Jawohl, geschafft. Sehr schön. Drei Dietriche. Sehr gut, hat sich das rehabilitiert. Und eine Zwergenkriegsaxt. Wie viel wiegt die denn? 14 kann ich also mittragen. Nur lohnt es sich, für 14 Kilo eine Axt mitzunehmen, die 165 Gold wert ist. Andererseits, wenn ich dann erstmal die Zwergenschmiedekunst beherrschen würde und die dann verbessere, dann kann ich gleich mal meine Schmiedekunst weiter trainieren. Ich nehme sie mal mit, wenn sie zu schwer ist, kann ich sie ja immer noch irgendwo zurücklassen. Auch wenn ich nicht gerne Sachen zurücklasse. Eismerian, den haben wir auch noch gar nicht verwendet für unsere Experimente. Nehme ich auch mal mit. Was ist denn im Sack? Rote Äpfel. Nö, rote Äpfel brauche ich nicht. Mein Ork ist Fleischfresser, der isst kein Obst. Na gut, isst er schon, aber nicht so oft. Alle anderen Kisten sind nicht wirklich einsehbar. Schade, aber gut, ist dem eben so. Hier ist noch ein kleiner Sack mit Kohl. Ah, Kohl, nee, aber Lavendel. Ah gut, aber da habe ich schon alles entdeckt. Da habe ich, glaube ich, auch noch eine Menge davon übrig. Also gehen wir einfach mal wieder raus. Ha, damit könnt ihr mich nicht austricksen. Das verursacht eine Geräuschquelle, worauf die Gegner aufmerksam werden. Eine Falle also sozusagen. Na gut, liebe Leute, aber dann würde ich sagen, gehe ich nochmal kurz ins kaiserliche Lager zurück. Und dann werden wir da auch die Folge schon wieder beenden. Haben wir ja dennoch immerhin eine Quest erledigt. Jetzt muss ich kurz mal gucken, wo muss ich denn die andere Quest abgeben? Muss ich die auch hier? Nee, Klimek. Steht die Pläne von... Oh, nein, das ist hier in Rifthorn. Nach Rifthorn wollte ich eigentlich noch nicht. Was würde sich eigentlich schon anbieten? Nee, nach Rifthorn gehen wir noch nicht. Dann werden wir die Quest eben ein andermal abgeben. Aber dann gehen wir das nächste Mal vielleicht erst zu Trevas Wacht oder nochmal nach Ivarstadt zurück. Nee, ich wollte nochmal übernachten. Dann werden wir zuerst nach Ivarstadt zurück und dann zu Trevas Wacht. Das dann in der nächsten Folge. Die beende ich jetzt hier an der Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!